Ich habe ja so eine kleine Serie. In Videos zeige ich meine Arbeit in Straßburg, in Brüssel, im Europäischen Parlament. Heute melde ich mich auch von meinem Arbeitsplatz. Das ist das Auto, der Fahrersitz meines Autos. Warum? Ich verbringe eigentlich viel Zeit im Auto. Ich fahre jede Woche entweder aus Sachsen-Anhalt nach Brüssel oder nach Straßburg. Das sind jeweils 600 Kilometer eine Strecke, also 1200 Kilometer dann pro Woche. Manchmal zwischendurch sogar noch mal extra hin und her. Und in dieser Zeit habe ich viel Zeit zum Nachdenken natürlich, über politische Dinge, aber auch über manches, was man in Brüssel und in Straßburg vorantreiben will. Ab und an hat man auch die Möglichkeit zu telefonieren, natürlich mit der Freisprechanlage. Und zwei Dinge erlebe ich da immer wieder, wo ich auch sage, da müssen wir in Brüssel auch für die Bürger, für die Menschen gute Lösungen finden. Das eine Thema ist das Thema Digitalisierung. Egal, ob ich jetzt nach Frankreich fahre oder nach Belgien fahre, jedes Mal, wenn ich eine Landesgrenze überschreite, ist für mehrere Minuten das Telefon weg, das Handynetz weg. Das Gleiche manchmal auch dann, wenn ich in Deutschland oder an anderer Stelle unterwegs bin, dass einfach kein Netz da ist. Und das ist natürlich ein Zustand, der auf Dauer nicht gut ist. Wir müssen das auch im Rahmen von Industrie 4.0 und anderen Themen auf europäischer Ebene lösen. Das ist ein europäisches Thema. Ein zweites Thema, was mir wichtig ist, ich fahre einen Diesel und ich fahre auch gerne einen Diesel, das sage ich auch ganz klar. Sicherlich ist es wichtig, über Antriebe der Zukunft nachzudenken. Da ist das Thema E-Mobilität natürlich eines der wesentlichen Zukunftsthemen. Aber für mich ist es wichtig, dafür zu kämpfen, dass wir das Ergebnis offen machen, dass wir also mehrere Antriebstechniken auch in der Zukunft haben und dass es nicht sein kann, dass wir ein festes Datum haben, wo man beispielsweise keinen Dieselmotor mehr fahren kann oder überhaupt keinen Antrieb mehr haben darf, der in irgendeiner Form mit fossilen Brennstoffen zustande kommt. Und das ist, sind zwei Dinge, die ich auch im Alltag erlebe, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Freue mich auf das nächste Mal. Euer Sven Schulze.